Kartoffeln holen ist immer eine schöne Sache. Ja, man weiß, jetzt geht's los, jetzt bald geht's ans Kartoffelpflanzen, vorbereiten alles. Arbeit überschlägt sich fast, aber irgendwie, das ist immer eine geile Zeit, wenn man vor Arbeit fast nicht weiß, wohin. Aber es macht einfach Spaß, wenn es wieder richtig, richtig losgeht. Sehen, ist noch ein bisschen dunkel draußen. Es ist jetzt 6 Uhr. Jetzt geht's endlich los, die ersten Pflanzkartoffeln holen. Wir konnten jetzt nach 2 Wochen Regenpause endlich auf dem Acker wieder weitermachen. Gestern haben wir die letzten Zwischenfrüchte gemulcht. Dass sie ein bisschen kaputt sind, dass sie nachher bei den Kartoffelpflanzen keinen Ärger machen und sich in Humus umsetzen. Und jetzt fahre ich los, die ersten zu holen. Wollen theoretisch die Woche vor Ostern jetzt pflanzen. Mal gucken, wie das Wetter sich entwickelt, ob das klappt. Ja, Kartoffeln holen ist immer eine schöne Sache. Ja, man weiß, jetzt geht's los, jetzt bald geht's ans Kartoffelpflanzen, vorbereiten alles. Arbeit überschlägt sich fast, aber irgendwie, das ist immer eine geile Zeit, wenn man vor Arbeit fast nicht weiß, wohin. Aber es macht einfach Spaß, wenn es wieder richtig, richtig losgeht. So, jetzt bin ich wieder da, haben jetzt Pflanzkartoffeln geholt, Sorte Zauber. Hat ganz gut geklappt, top, jetzt eben reinfahren. So, jetzt müssen wir die Anhänger nochmal einmal wieder aufplanen und die Plane runter machen, damit die Kartoffeln atmen können und Luftzirkulation passieren kann. Sonst kann sein, bei Temperaturschwankungen, dass unter der Plane sich Wasser bildet, die Kartoffeln anfangen zu schwitzen und dann schlecht werden. Das wäre natürlich gerade bei Pflanzkartoffeln fatal. So, und deswegen gehen wir jetzt hin und machen die Plane runter. Hier kann man die Kartoffeln jetzt sehen. So, das ist eine größere, eine kleinere. Also die Sortierung ist 35-50. Diesen kleinen Stellen, da wachsen dann die neuen Pflanzen raus. Augen nennt man das. Das kann man hier gut sehen. Da, hier auch. Ja, sieht ganz gut aus. Hier ist eine dabei, die ist nicht ganz so schön, aber das hat man immer mal. Das passt schon. Jetzt mache ich noch eben den zweiten Anhänger auf und dann geht's weiter.